Wir stehen hier an dem kleinen Bach, an dem kleinen Pool. Da ist alles hier am Rand voller Äste, voller Steine, Felsen, die gehen richtig steil runter. Ich denke mal, da sind jede Menge Verstecke für Aale. Und wir fangen aber erst an, wenn es dunkel ist, dass wir nicht vorher so viel Ärger mit Forellen haben. Jeder hat ja so seine eigenen Montagen. Mittlerweile habe ich hier für den kleinen Bach auch eine. Und zwar nehme ich immer ganz gerne eine Laufpose. Die ist eigentlich nur als Bissanzeiger da im Dunkeln mit einem Licht oben dran. Das ist super, um zu sehen, wo der Aal hinzieht. Dann habe ich hier so ein selbstgebasteltes, ja, es ist wie so eine Art Mini-Tiroler Hölzel. Das habe ich selber gebastelt aus so einem Karpfenvorfachmaterial und einem kleinen, einer Bleioliven, einem Blei unten dran, Stopper. Als Vorfach nehme ich persönlich immer ein relativ kurzes, geflochtenes Vorfach. Damit kann man richtig Druck machen. Das ist eine 0,30er geflochtene, die hält also immer. Und da ziehe ich jetzt mal meine Garnele auf.